Alter, gibt es das? Können wir uns bitte kurz drüber unterhalten, dass ich gestern meine Nägel gemacht habe und mir gerade bei dem scheiß Aufkleber abmachen hier alles abfällt? Oh, das ist ja richtig, richtig räudig, Mann. Und das ist Essi-Nagellack, Leute. Leute, und cool, dass ihr zu neuen... Leute, cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Das ist das Oster-Special. Also ich wünsche dir erstmal ganz tolle Ostern. Und ich weiß, dass wir uns gerade in einer unfassbar brisanten Zeit befinden. Das heißt, wahrscheinlich bist du, genauso wie ich, auch nicht bei meiner Familie. Aber was ich dir versprechen kann, ist, alles hat ein Ende und alles lässt sich nachholen. Und deswegen sage ich zu euch Kopf hoch und ich hoffe, dass ich euch mit dem Video ein kleines Ostergeschenk machen kann. Okay, Baby, so wichtig bist du nicht. Ich habe hier ein Tauschpaket mit der lieben Dancero gemacht. Das verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ja, die ist tatsächlich ganz schön groß und ich freue mich mega. Ich glaube, wir haben uns ein Budget von 25 Euro gesetzt. Vielleicht sagt sie in ihrem Video auch was anderes. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Also guckt auf jeden Fall vorbei. Und wie gesagt, so ein Osterpaket sollte es einfach werden als kleine Überraschung. Ich bin mal gespannt, was sie reingelegt hat. Bei mir ist ja die Schwierigkeit noch, dass ich vegan bin oder einen veganen Lebensstil, einen veganen Lebensstil anstrebe. Heißt, dass vegane Schokolade meist teurer ist. Also ich weiß natürlich nicht, was ich gekauft habe oder ob hier überhaupt Schokolade drin ist. Aber ich bin total gespannt. Das heißt, sie hat wahrscheinlich vielleicht auch ein paar weniger Sachen mit reingepackt, aber teurere. Denn bei ihr sind zum Beispiel zwei Sachen drin, die ich als Veganer so gar nicht nutzen würde. Ich hatte euch ja erzählt, irgendwie Ende des letzten Jahres, dass ich immer so eine Unverträglichkeit gegen Laktose hatte. Habe dann aufgehört, Laktose zu mir zu nehmen, habe mich dann ganz viel mit Massentierhaltung beschäftigt und so weiter. Und habe mir dann gesagt, okay, Vivi, du musst keine tierischen Produkte mehr zu dir nehmen. Weil das ist nämlich alles Scheiße, was da bei der Massentierhaltung abläuft. Und genau so bin ich eben dahin gekommen. Und das hat sie jetzt auch berücksichtigt, weil bei unseren letzten Tauschpaketen war ich das ja noch nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, du, pass auf, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Da hat sie gesagt, ja, werde ich beachten. Und ich bin schon richtig gespannt. Es liegt nämlich schon ein paar Tage hier. Aber ich hatte irgendwie keine Zeit hier irgendwie. Naja, auf jeden Fall hat sie ja auch einen fetten Rechtschreibfehler reingehauen. So, wir packen die schöne Ding mal aus. Ich glaube, das war von der Pinkbox. Kann es sein? Ist das die Verpackung von der Pinkbox? Ich glaube, ja. Let's get ready to rumble! Ah, so ein bisschen mehr aufkriegen erstmal, ne? Boah, das ist schon mega voll. Ich glaube, das ist auch ein größeres Paket, als ich es versendet habe. Also, wenn ich es aufmache, haben wir erstmal das. Ja, man merkt, wir abonnieren scheinbar die gleichen Boxen, denn das kenne ich auch noch hier. Ja. Übrigens bin ich richtig schlecht. Guckt, wie gesagt, unbedingt bei ihrem Video vorbei, wenn ihr mit meinem fertig seid. Ich habe ihr nicht mal eine Karte reingelegt. Ich bin ein richtiger Pro, ne? Ich habe eigentlich eine gekauft. Also ich habe da auch noch mehrere liegen. Die habe ich jetzt auch zu Ostern alle verschickt. Die sollte eigentlich mit in ihr Paket. Und das habe ich erst gerafft, als das Paket schon weg war, dachte ich, ah, hier ist die Karte, die du hättest kriegen sollen. Naja, die habe ich jetzt anderweitig verschickt. Aber dadurch hat sie natürlich keine Informationen zum Paket. Das heißt, ich habe sie ins kalte Wasser geschubst. Kannst du auf jeden Fall mal gucken. Also hier hinten hat sie mir erstmal einen kleinen Brief geschrieben. Wichtiger Hinweis. Also ich habe hier einmal, so hier viel Spaß mit den Produkten und so. Ich hoffe, dir gefällt alles. Und hier ist dann noch so, winziger Hinweis, bei mir läuft noch eine Verlosung bis zum 16.04. Also wenn du Bock hast, was zu gewinnen, guck auf jeden Fall bei ihr vorbei bis zum 16.04. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade verlost. Und ich hoffe mal, dass sie auch YouTube damit meint, sonst hätte ich eine extra Info gebraucht. Aber wie gesagt, ich balle euch alles unten in die Infobox, ihren Instagram-Account und ihr YouTube. Und damit fangen wir jetzt an. Also das Erste, was ich raushole, fühlt sich schon an, als wäre Ostern, Mann. Also wenn du das siehst, ist ja auch Ostern oder halt später, wenn du es später siehst. Aber es ist schon geil, hier Geschenke zu kriegen. Also ich habe hier von DM Alverde Naturkosmetik Sensitive Dual Mask. Das sieht erstmal so aus. Ja, Alverde ist ja Naturkosmetik, was ich erstmal schon cool finde. Ich probiere das mal. Ich bin ja immer so eine faule Sau, ne? Also Tuchmasken finde ich halt einfacher, weil, also produziert auch Müll und so und mehr Müll und das ist alles scheiße. Ich habe eine Maske, eine so eine Bubble-Maske, die habe ich von einer Freundin, die LR macht. Die finde ich richtig geil.
die mache ich mir mehr rauf, danach gehe ich, also ne, dann wird die so wolkig, dann gehe ich in die Dusche und beim Duschen wasche ich mir die dann nachher ab. Richtig cool, liebe ich, weil das eben auch so kribbelt und oxidiert im Gesicht und ich finde es so geil. Ja, meistens bin ich für sowas immer zu faul, aber wenn, dann mache ich es mir eh vorm Duschen rauf meistens. Also alles, was nicht Tuchmaske ist, mache ich mir dann vorm Duschen rauf, lasse es einziehen und dann gehe ich in die Dusche und dann, oh, gib ihm mal gerne. Aber das ist schon mal ein cooles erstes Produkt und Alverde ist ja, glaube ich, auch teurer als so eine normalen Masken. Das zweite, was sie reingepackt hat, sowas ähnliches habe ich bei ihr auch reingepackt, also könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. Von Hypeman Eierfarben, kräftig bunte, kinderleicht und schnell, 5 Eierfarben. Dadurch, dass ich natürlich vegan lebe, färbe ich keine Eier. Aber das wird an meinen Neffen gehen, weil der freut sich sehr wahrscheinlich, wenn der Eier färben kann. Oh, Girl! Wie cool ist er denn? Können wir bitte kurz mal drüber sprechen, wie cool er ist? Wir wissen alle, dass ich ihn mir jetzt aufsetzen muss. Weil ich eine kleine Mietz bin. Könnte man auch so? Sorry, dass ich muss einmal kurz in den Bildschirm daneben gucken, damit ich sehe, was ich hier mache. Oh Gott. Ich habe echt nicht so das vorteilhafteste, schlankeste Gesicht für sowas. Aber zum Schminken oder so? Ich brauche sowas eigentlich nicht zum Schminken. Ich mache mir einfach hier oben so einen Dörtel und dann... Oder für Masken oder so. Das ist schon irgendwie cutie, oder? Können wir bitte kurz sagen, wie cutie das ist? So, ich werde jetzt so bleiben. Habe ich jetzt mal ein bisschen anders gestellt, damit wir meine Öhrchen auch sehen. Das nächste, was ihr mir reingepackt habt, sind 3 süße Eierkerzen. Ja, Kerzen kann man immer gebrauchen. Ich habe tatsächlich gar nicht so häufig Kerzen an. Also meistens, wenn ich Kerzen anhab, habe ich halt sowas im Glas. Oder Juwelkerzen habe ich hier auch. Grüße gehen raus. Oh, ich liebe ja auch Karls Erdbeerhof, ne? Kennst du Karls Erdbeerhof? Der beste Erfindung dieses Planeten. So, die nächste Sache, die ich raushole, ist feine Bitterschokolade. Und das ist hier so ein kleiner süßer Osterhase. Wahrscheinlich ist sie die einzige, die mir einen veganen Osterhasen schenkt. Also ich vermute mal, dass meine Familie mir normale Schokolade schenken wird. Ich weiß es nicht genau. Aber darüber freue ich mich auf jeden Fall total. Das ist mega niedlich. So, das nächste, was ich hier raushole. Kann man an Strauß hängen. Das ist ja natürlich cute, ne? Das ist ja natürlich richtig cute hier. Das kannst du an so einen Strauß hängen. Ja, das ist doch total niedlich. Ich habe sogar einen Strauß, aber da hängen überwiegend grüne Eier dran. Was heißt überwiegend nur grüne Eier? Weil mein Freund Werder Bremen-Fan ist und wir da so Werder Bremen-Eier oder so grüne Eier mit so... Zeige ich euch einen anderen mal. Zeige mir auf Instagram. Das nächste, was ich hier raushole, ist eine Limited Edition. You Make My Heart Smile von Balea. Cremedusche, Berries mit dem Duft von Beeren und Granatapfel. Balea kann man ja echt nicht sagen, machen ja echt die süßesten Verpackungen auf dieser Welt, oder? Komm, wir riechen mal dran. Und es riecht auch tatsächlich nach Beere, ja? Ja, das ist doch wunderbar. Genau. So, jetzt kommen wir noch zu ein bisschen Kosmetik. Und zwar habe ich hier Blush Highlighter. Ich glaube, sie wollten mir einen Gefallen tun, aber Blushes benutze ich ja in der Regel nicht. Bloom Baby Bloom Blush Highlighter von Essence. Ich mache den mal auf. Oh, meine Liebe, der ist aber schon mal angetouched hier, du. Nee, das ist wahrscheinlich... Alles gut. Ja, also die Farbe ist total schön, aber ich denke mal, der wird weiter wandern bei mir, weil ich tatsächlich so gut wie keine Blushes trage. Ich habe jetzt halt einen, der so ein bisschen, naja, dunkler ist, so ein bisschen aschiger, manchmal, aber selten. Also wirklich, Blush gibt es bei mir selten. Okay, das ist ja super cutie. Ein Reinigungshandschuh und darüber freue ich mich mega, denn ich habe auch so eine Reinigungspads von, wie hieß es denn? Washies? Irgendwie so. Und die hatte ich schon mal in irgendeiner Box drin und ich finde dieses alternative Abschminken tatsächlich richtig cool, weil du halt kaum Müll verbrauchst und das genauso gut funktioniert. Also jedenfalls die Washies, die ich habe. Und dieser Handschuh, der ist ja, also erstmal super cute, ja, eine kleine sweetie Katze, aber eben auch, also hier kannst du es sehen, aber eben auch total nützlich. Und das ist echt ein richtig cooles Produkt hier. Ich habe hier einen total interessanten Lippenstift drin. Ich finde den erstmal sehr hübsch. Der hat hier so ein Roségold und ist erstmal weiß.
Hier oben ist das Essenszeichen drauf. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Der ist noch nicht geöffnet. Ich mache ihn jetzt mal auf. Ach so, hier sieht man zwar die Farbe. Und sie weiß zum Beispiel, dass ich total gerne Nude-Farben mag. Sie mag eher knalligere Farben. Ich habe ihr diesmal tatsächlich kein Lippenprodukt mit reingepackt. Alter, gibt es das? Können wir uns bitte kurz drüber unterhalten, dass ich gestern meine Nägel gemacht habe und mir gerade bei dem scheiß Aufkleber abmachen hier alles abfällt? Oh, das ist ja richtig, richtig räudig, Mann. Und das ist Essi-Nagellack, Leute. Ey, ich kann mich richtig aufregen. Ich saß richtig lange an den Scheißnägeln gestern. Entschuldigung. Unfähig hoch 1000, die Frau. Unfähigkeit einfach. Also wenn ich nicht unfähig bin, weiß ich auch nicht. Okay, das ist eine super, super schöne Farbe, wie ich finde. Tja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich mache mal schnell hier meinen Haarreif wieder auf. Denn mein Akku hat gerade gesagt, Bibi, heute nicht. Ach so, genau, guck mal hier, wir waren noch beim Lippenstift. Also, was ich sagen wollte, ich finde diese Lippenstiftfarbe ganz, ganz toll. Ich verlinke euch oben, ich glaube hier. Also, wenn ich nach links zeige, glaube ich, ist es richtig. Sehen wir, wenn ich es hochgeladen habe. Auf dem i werde ich euch mal meine Box verlinken, wo dieses Lip-Ding drauf war, wo jeder, also der billigste Lippenstift eben auch hält. Weil tolle Farben können sie alle, aber wichtig ist ja irgendwie auch, dass es hält. Die Farbe finde ich total gut. Ich habe allerdings so eine Farbe von MAC. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich den unbedingt benutzen müsste, obwohl ich den total schön finde vom Packaging. Aber wie gesagt, Lippenprodukte liebe ich ja total. Aber vielleicht geht der auch an meine Freundin oder an meine Mama. Genau, aber im Zweifel ist das auf jeden Fall ein cooles Produkt und ein cooles Geschenk für irgendwen. Und das konnte sie ja nicht wissen, dass ich sowas in der Art schon habe. Obwohl Nude-Töne natürlich immer gehen, aber der ist natürlich nicht ganz so nudig. Also wenn ich den jetzt, der ist ja schon ein bisschen roter und man kann natürlich ganz viele Rotnuancen haben, aber ich trage halt gar nicht so viel Rot. Na klar, heute trage ich natürlich Rot, aber eher so ein dunkleres, matteres Rot. Ja. Okay, ihr Hübschen, die Box ist leer. Und wir haben hier saucoole Produkte drin gehabt. Meine Favorites ist auf jeden Fall dieser Haarreifen hier, der aussieht, als wäre ich Mrs. Frühling. Ja? Und die beiden sind auch noch absolute Highlights. Also hier so ein cooler Schokohase in vegan und dieses Waschtuch finde ich ganz toll. Ja, und über den Rest habe ich mich auch gefreut. Und jetzt würde ich euch empfehlen, dass ihr auf jeden Fall bis zum Schluss dran bleibt. Also ich finde das Tauschpaket mal wieder sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass wir das wieder zusammen gemacht haben. Sie ist da ja auch immer total hinterher und sagt, ey, wie wollen wir wieder? Ich bin da manchmal gar nicht, ich habe das gar nicht mehr so im Kopf. Freue mich darüber aber total. Und genau, wenn dir das Videoformat gefällt, lass auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Du kannst mir übrigens auch hier einen Kommentar reinhauen, so wie die tolle Person hier. Also natürlich nicht hier, sondern unten in der Infobox. Und genau, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Wie gesagt, die ist cute. Die ist ein bisschen abgespaced, aber die ist cute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Rest-Osterzeit. Ja, genießt das Entschleunigen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hab es gut. Knut. Hab es besser. Messer. Keine Ahnung. Ciao.